So, Aufnahme überprüft und ich habe jetzt tatsächlich mal versucht, den Sound noch etwas lauter zu machen. Mal gucken, ob das irgendwie besser ist oder schlechter ist oder was auch immer. Wir werden sehen. Ich werde jetzt nochmal einmal einen Part aufnehmen und gucken, ob das besser ist als das andere. Ich werde übrigens auch aus, naja, weil mir gesagt wurde, ich soll es doch unbedingt mal ausprobieren, einen von diesen dämlichen Vögelaufträgen annehmen, die total nicht hier reinpassen. Ich verstehe, die Gaben in Assassin's Creed 2 oder was, Brotherhood Revelations, weiß ich nicht, echt gut reingepasst. Hier gibt es meines Erachtens auch irgendwie nicht viel Sinn. Vor allem, dass er jetzt da... Ich verstehe es nicht. Nicht den Kämpfer wecken lassen. Eine Bande von Templer-Freibeutern hat kürzlich von der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Sie verstecken sich irgendwo gestohlene Güter in der Stadt. Aha. Ich... Von wem bekomme ich denn... Meine Frage. Meine Frage. Ich bin Pirat. Und gebe mich als jemand aus, der ich keine Ahnung habe, wer ich bin. Mittlerweile habe ich wahrscheinlich gecheckt, dass ich irgendwie ein Assassin, dass ich irgendwas mit Assassinen zu tun habe. Ja? So viel. Jetzt ist meine Frage. Ich gehe zu irgendeinem Vogelkäfig. Hol da eine Brieftaube raus, und an der Brieftaube klebt ein Zettel von wegen, töte den. So, und von wem kriege ich dann mein Geld und warum sollte der mir das Geld geben und warum kriege ich den Auftrag und warum ich... Ich habe in den Kommentaren geschrieben bekommen, dass ich in diesem Spiel nicht, also in Videospielen nicht nach Logik suchen muss, aber es gibt die normale Logik, also die Spiellogik, die man nicht... Spiellogik, die man nicht in Frage stellen sollte, ist klar. Aber es gibt auch trotzdem Logik. Also ich meine, ob du jetzt ein Fantasy-Spiel hast und da drin nicht viel Logik zu erwarten, ist es ja das eine. Aber sag mal, du nervst. Sorry, aber du nervst echt. Stirb. Also der Punkt ist für mich gibt es halt irgendwie keinen Sinn. Also ich verstehe es einfach nur nicht. Oder ich würde es gerne verstehen. Wir werden es jetzt gleich mal gucken. Wir machen ja gerade so einen Auftrag. Ich würde jetzt tatsächlich sehr gerne wissen, ob ich jetzt gleich jetzt einfach das Geld zugeschrieben bekomme. Weil dann ist es einfach nur irgendwie eine Art und Weise zu versuchen, irgendwie Nebenaufträge mit in dieses Spiel zu bringen. Ja, ich bekomme das Geld einfach, während ich ihm in den Kopf stecke, ist das Geld quasi in meiner Tasche. Okay, dann ergibt das für mich... Naja. Es ist eine Art und Weise, Nebenaufträge zu machen. Okay, man kann dadurch Geld verdienen, auch okay. Trotzdem finde ich halt irgendwie, dass es in den Spielfluss nicht reinpasst. Da wären mir Quests wahrscheinlich lieber. Also im Sinne von, dass man irgendwo hingeht und der sagt, hey, ich habe Probleme... Und dann gibt man bei demjenigen auch die Quest wieder ab, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber da fehlten schon wieder die Stechsounds. Also irgendwas ist mit meiner... Also irgendwas ist... Da fehlen mir manchmal Sounds oder Animationen, habe ich das Gefühl. Und das... Mich wundert das ein bisschen. Das wundert mich, weil das in den vorherigen Teilen... gut war. Also nicht auch in Assassin's Creed 3 etc. Da hat man, wenn man die Animationen waren, hat man auch getroffen etc. Und man hat nicht irgendwo daneben geschlagen. Das ist ein wenig verwunderlich, tatsächlich. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Wachen, entwaffnen und töten? Nö. Auf
das Seil schießen und den Piraten retten? Aha. Nee, danke. Lass mal. Ist schon okay. Ich krieg das auch so hin. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten. Ja, okay, wir haben noch eine Kiste. Und ist das jetzt... Hier irgendwo ist eine Kiste, wollte ich gerade sagen. Warum tritt er eigentlich die Kisten auf? Anstatt irgendwie seine Hände zu benutzen? Entschuldigung. Da oben ist wieder ein Lied, kann das? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also diese 2 von 5 Santis, hoppala. Nee, das wollte ich machen. Das sind diese Notenblätter tatsächlich, ja. Muss man 5 Notenblätter dafür sammeln, um ein neues Lied zu bekommen? Oder sind die Notenblätter einfach nur... Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht sammle ich auf irgendeiner Insel mal alle, damit ich das weiß. Aber ansonsten... Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Muss ich jetzt ernsthaft Wettrennen abstreiten, um... Also, Wettrennen machen, um... Wieder eine Art Segeltutorial. Kommt jetzt wirklich eine Art Segeltutorial? Nachdem man eigentlich schon die Hälfte der Zeit das gemacht haben muss, kommt jetzt ein Segeltutorial? Bitte nicht. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Ich steuere meine Schiffe gern selbst. Das hält mich wach. Das wäre eine schöne Bank. Gut, dann bringe uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Wohin soll ich denn? Ich habe noch nicht genau verstanden, wohin ich denn soll. Und was jetzt mein Ziel und mein Sinn und Zweck ist. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal voll ins feindliche Gebiet. Warnung, Sperrgebiet. Keine Ahnung. Hoppala. Hier ist kein gegnerisches Schiff. Einen Schoner manövrieren fähig machen. Wie man das Schiff einfach mal eiskalt richtig schnell um... Ups, 360 Grad drehen kann. Zeit zum Feuern, Captain! Segelreffen raus aus der Böe! Vorsegel aufkeim und zwar schnell! Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also nicht. Großsegel, los geht's! Locker trimmen, alle Segel einholen! Alles einholen! Öffnet die Hauptsegel! Einholen und aufteilen! Und die Schotten dicht! Beeilung!
können andocken. Ich verstehe es nicht. Das sollte ich, glaube ich, gar nicht tun, was ich hier gerade tue. Aber ich bin noch gerade sehr verwirrt. Also ich check gerade überhaupt nichts. Jetzt haben wir hier eine Mission. Jetzt bin ich doch arg verwirrt. Nicht den Kämpfer wecken lassen, macht mir noch mal. Ja, ja. Dankeschön. Also ich bin gerade irgendwie... Wo ist die Taverne? Eins von 8 Tavernen freigeschaltet. Aha. Nett. Sehr nett. Haben wir eine Kiste? Kann man aufmachen. 1 von 5 Truhen. Also die Insel hier scheint sehr klein zu sein. Ich sollte nur, glaube ich, irgendwas... einen Schoner manövrieren fähig machen. Ich nehme an, ein Schoner ist irgendein feindliches Schiff oder so. Nein, 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 nicht runden, runden. Was machst du da? Edward? Du sollst nach rechts. Nicht runden. Du sollst nach rechts. Wo ist bei dir rechts? What the... Okay. Dankeschön. Jetzt mir doch gehorchen. So, synchronisieren wir mal eben die eine einsame kleine Insel. Kann ich das irgendwie überspringen, bitte? Nein, kann ich nicht. Und runter. Und schon wieder ins absolut seichte Wasser. Ein Köpfer. Nein, ein Köpfer. Ist natürlich wieder sehr schlau. Was hat das hier zu bedeuten? Wer oder was bist du? Was kannst du? Soweit es die betrifft, bist du nun unsichtbar. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Achso, irgendwie ist das am Arsch der Welt. Moment mal. Ich muss auf eine ganz andere Insel, um das zu machen. Ist das gerade richtig? Hallöchen. Könntest du wieder Waffen nehmen? Hä? Was war das denn jetzt? Dankeschön. Da haben wir uns noch eine Kiste. Wo? Was? Wo ist denn der Gegner, den ich da suche? Das ist ja ganz woanders. Kann ich da quick hinreißen? Tatsächlich. Ich verstehe nur noch Bahnhof gerade. Das ist ein Würfelspiel. Moment, wo ist meine... Ich möchte mal eben wissen, wo die Kisten sind noch. Da. Was ist das hier? Minispiel. So.
Jetzt haben wir mal sämtliche sämtliche Truhen dieser Insel. Das passt. Okay. Aha. 636. Ich glaube, wir werden irgendwann mal eine Sonderfolge mit Schatzkarten machen. Ich glaube, das wird aber noch einiges an Zeit dauern, bis wir das tun. Ganz ehrlich. Ihr könnt mich mal. Schnellreise nicht verfügbar. Wieso das denn? Wir waren auf der Insel schon. Warum kann ich... Schnellreise nicht verfügbar. Wir waren auf der Insel schon. Das finde ich jetzt der Wahnsinn. Das finde ich jetzt unfair. Vorsegel setzen! Griff die Top- und Bramsegel! Gib mir... Ah, so, jetzt weiß ich, wo ich das ende. Ah, vielen Dank, jetzt sehe ich's. Oben links ist zu sehen, wie meine Segel ausgebreitet sind. Das ist sehr nett. Benutzen Sie R? Nehmen die Rahen aus dem Wind! Großsegel, los geht's! Auf geht's. Wir müssen also jetzt tatsächlich nochmal dort hinten hin, obwohl wir schon mal anscheinend da waren. Warum ist es eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Stürmen? So, ich habe immer noch den Auftrag, einen Schoner Dingens zu machen. Irgendwie ist es hier wieder das gleiche. Ja. Drehwassenabfall. Okay, wir holen den Mann ein. Oh, der war dumm. Hol den Mann rein. Große Welle. Sehr große Welle. Passt. So. Eure nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Bin, glaube ich, gerade auf Grund gelaufen, so halbwegs. Verwirrt. In Stürmen ist die Reisegeschwindigkeit nicht möglich. Ich will mich ver... Minen im Wasser, Sir! Ich verreck hier gerade.
getroffen. Wir gehen weiter und Gegner feuert! Bereit zu feiern, Sir! Okay. Ja, ja. Mach du mal. Ja. Ganz meine Meinung. Was? Was ist da gerade passiert? Ich weiß nicht mehr, was soll ich tun? Einen Schoner. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Nur Stufe 4. Das wäre eine schöne Beute. Gut. Dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Ach so, wir sollen... Eurer nach belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu handeln. Auch wenn das möglich ist. Da ist ihre Schwachstelle! Oh, rein zu alle aus der großen Berg. Gegner feuert! Feuer! Ab! Wir wird uns entkommen! Nimm die Kettengeschosse! Manövrierfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierfähig. Sie können dann entweder nah heransegeln und Kreis drücken, um sie zu entern, um die seine gesamte Fracht zu plündern, es beschießen, versenken und die Hälfte der Fracht erbeuten. Okay, im Großen und Ganzen also wahrscheinlich fast immer einfach irgendwie versenken. Sie ist kampfunfähig und auch schon ordentlich leckgeschlagen. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig und versenke sie. Die Lenkseits in Position! Bereit halten, wir stoßen zusammen! Zieht sie in ihren Untergang! Okay. Und jetzt habe ich die gesamte Fracht geplündert, ja? Tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas gefehlen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt doch mal. Fährt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Nett. Nett. Rum, Zucker, Feuerfässer, Crewmitglied. Wir haben Waren erbeutet. Das ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Feuer! Oh, voilà. Entschuldigung. Vorbei! Sie die Hand am Festen! Erwarten Befehle, Captain! Schiff verfolgt! Hauptsegel reffen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Macht euch bereit! Das war jetzt nicht meine Absicht. Okay. Wir segeln mal in die Richtung da hinten. Einfach nur. Um wieder in Richtung von dem Auftrag zu kommen.
Ich, naja. Okay. Ich bin immer noch etwas verwirrt. Oh, aber wir müssen nur kurz einen Cut machen.